muss mal gleich was dazu sagen. Wenn Amerika sagt, sie führen nur Verteidigungskriege, dann ist das gar nicht so unwahr, dann haben die sogar recht. Nur, die sagen dann nicht, was sie verteidigen. Sie reden von Recht und Freiheit und solche Sachen. Die werden dann nicht verteidigt. Nein, alles, was verteidigt wird, sind ihre Rohstoffreserven. Die müssen verteidigt werden. Und nur darum geht der Krieg. Schauen wir uns den Krieg zwischen Israel und Palästina an. Da ist nichts zu verteidigen, da ist der Amerikaner nicht präsent. Warum nicht? Weil da keine Rohstoffe sind, weil nichts zu holen ist. So einfach ist das. Aber da, wo Rohstoffreserven sind, da ist der Amerikaner sofort dabei und da muss der Amerikaner sofort intervenieren, wenn es da an seine Quellen geht. Damals in Irak, da sollten die Erdölquellen neu verteilt werden. Da wäre der Amerikaner zu kurz gekommen. Da kam die Lüge der Atombombe und schon war der Amerikaner da und hat Land bombardiert. Und wer ist jetzt wieder Nutznießer davon, von dem Erdöl? Der Amerikaner. Genauso in Syrien, da geht es nur um Erdgaslager und um nichts anderes. Wir haben auf der ganzen Welt haben wir nur einen einzigen Konflikt. Und das ist der Konflikt zwischen Arm und Reich. Einen anderen Konflikt gibt es überhaupt nicht. Zwischen den Menschen gibt es überhaupt keinen Konflikt, nur zwischen Arm und Reich. Wenn alle Menschen gleich wären, dann wäre das alles gar kein Problem, dann würden wir diese Probleme überhaupt nicht haben. Ne? Nur weil einer immer reicher werden will als der andere, weil er immer noch mehr verdienen muss und immer noch mehr. Deshalb entstehen die ganzen Konflikte. Wir sind hier auf diesem Planeten, wir können alle hier leben. Wir können alle hier friedlich nebeneinander existieren. Da gibt es keinen Ausländer und keinen Inländer. Wir sind alle Erdenbürger. Wir haben nur die eine Erde. Und die müssen wir schützen und die müssen wir verteidigen. Und nicht zerstören, so wie wir jetzt davor sind. So können wir nicht weitermachen. Wir müssen auch mal an unsere Kinder und Enkel denken, dass wir für die ein bisschen was übrig lassen. Denn hier geht es nur um reinen Profit, nur um Profit immer. Alles muss sich dem Profit unterordnen. Wie hat Karl Marx damals schon gesagt, bei 300% Profit, da geht der Kapitalismus sogar über Leichen. Und so ist es. Da spielt ein Menschenleben überhaupt keine Rolle mehr. Da wird alles in Kauf genommen, nur damit die Kasse stimmt. Danke.